Ich war 16 Jahre alt. Zusammen mit meinen Freunden waren wir in einer anglikanischen Gemeinde in Nairobi, Kenia. Es war früh, sehr früh für einen Sonntag. Ich habe oft von Jesus gehört und meiner Meinung nach war er ein toller Kerl, aber nicht mehr. Ich hatte Angst vor der Hölle, aber gleichzeitig kein Interesse an Religion. An diesem Morgen hat der Prediger ganz klar erklärt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Alle Augen waren geschlossen, während er jeden einlud, ein Jesus-Nachfolger zu werden. Am Anfang war es mega schwer, meine Hand zu erheben. Am Ende war ich vorne und sie haben für mich und mit mir gebetet. Ich habe viele Predigten gehört, aber diese Predigt hat mein Leben verändert. Lehre ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben als Christ. Lehre ist aber viel mehr als reine Wissensvermittlung. Lehre muss zum Tun bewegen, sonst verfehlt sie ihr Ziel. Die meisten Christen können erzählen, wo sie waren und wer gesprochen hat, als für sie das erste Mal die Bibel lebendig wurde. Wo bekommst du geistlichen Input? Was macht deiner Meinung nach eine lebensverändernde Predigt aus? Hast du irgendwann mal eine super Predigt gehört? Was hat das mit dir gemacht? Wie gibst du das weiter? Bei Step 29 beantworten wir die Frage: Wie kann eine lebensverändernde Lehre uns helfen, in unser Gottvertrauen zu wachsen? Willst du mehr wissen? Sei dabei!